Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute gibt es ein neues Underrated Books Video. Das heißt, ich spreche mit euch über Bücher, die meiner Meinung nach viel zu kurz kommen. Das heißt nicht, dass sie sich nicht gut verkauft haben. Das heißt nicht, dass es viele Leute gibt, die sie mögen. Das heißt einfach nur, dass ich sie auf den ganzen Social-Media-Kanälen noch nicht sehr oft gesehen habe und ihnen mit dem Video ein bisschen mehr Online-Präsenz geben möchte. Ich habe die Bücher alle gelesen und fand sie auch sehr, sehr gut. Deshalb stelle ich sie euch natürlich auch heute vor. Macht ja Sinn. Die Buchbubble ist so, so groß. Sei es jetzt Instagram, Bookstagram, BookTok, also auf TikTok, sei es jetzt YouTube oder BookTube. Es sind einfach so viele Menschen in dieser Bubble mit drin, die wunderbaren Content kreieren. Und ich habe einige davon richtig, richtig in mein Herz geschlossen und zähle sie auch zu meinen Freunden. Dementsprechend, finde ich, wer so viel Content produziert, der sollte auch mal die Bücher in die Kamera halten, die eben nicht jeder in die Kamera hält, die nicht 100% Mainstream sind, die nicht sowieso schon einen großen Verlag dahinter haben, der da für Hunderte und Tausende Euro das Buch pusht, sondern eben auch Bücher, die einfach viel zu selten gesehen werden. Und ich komme jetzt auf den Punkt. Ich stelle euch jetzt das erste Buch vor, beziehungsweise es ist eine ganze Reihe, und zwar die Catching Up with the Carters Reihe. Und zwar habe ich hier Band 2 und 3. Ich habe den ersten leider nicht zur Hand, den habe ich einer Freundin ausgeliehen. Aber das tut dem Ganzen, denke ich, keinen Abbruch. Die Catching Up with the Carters Reihe ist für mich so ein bisschen angelehnt an die Kardashians. Gerade Band 1 hat mich doch sehr an diese Reality-Show erinnert. Also es dreht sich die komplette Reihe um die Familie Carter, die auch Reality-TV machen. Im ersten Band geht es um Aphrodite, im zweiten geht es um Hadrian, den Sohn, und in der dritten, wie heißt sie nochmal? Athena, genau. Ich werde euch gleich natürlich noch die Klappentexte dazu vorlesen, damit ihr auch ungefähr wisst, um was es in den Büchern geht. Aber warum haben sie mich so begeistert? Ja, ihr wisst, ich bin ein kleines Reality-TV, Trash-TV-Opfer. Ich schaue mir ja wirklich jeden Fuppes an. Es ist wirklich so. Und es macht mir halt auch einfach Spaß, weil das sinnlose Berieselung ist. Das brauche ich manchmal einfach. Ich meine, dein Leben ist schon hart genug, schon schwer genug, schon anstrengend genug. Da macht es mir tatsächlich manchmal Spaß, einfach mir Leute anzuschauen, die Probleme haben, von denen sich ein Normalsterblicher denkt, das sind für dich Probleme. Und es lenkt halt einfach super schön ab. Und genau das tut diese Buchreihe nämlich auch. Du flitzt da quasi durch das Leben der Familie Carter und lernst mal das Leben nicht nur vor der Kamera, das man dann auch im Fernsehen sieht, sondern auch das Leben hinter der Kamera kennen. Und hinter der Kamera, ich sag's euch gleich, da ist nicht alles Gold, was glänzt. Also so wie diese Familie dargestellt wird, ist sie gar nicht. Da gibt's so, so viele Spannungen im Hintergrund und so viele Geschichten. Aber ich werde euch jetzt einfach die Klappentexte vorlesen und dann, wisst ihr ungefähr, um was es in der Reihe geht. Starten wir mit Band 1, das muss ich euch leider vom Handy vorlesen. Die erste Liebe ist bittersüß und unvergesslich. Aphrodite steht mit der Reality-Show ihrer Familie Catching Up with the Carters im Rampenlicht. Die Öffentlichkeit hält sie für ein Party-It-Girl. Wie es in ihr aussieht, weiß niemand. Nur Garrett, dessen TV-Dynastie eine Fehde mit den Carters führt, kannte ihre Ängste. Doch ihre Liebe zerbrach in tausend Scherben. Als erneut fiese Dinge über sie geschrieben werden, ergreift Aphrodite die Chance, bei einer Dating-Show hinter den Kulissen zu arbeiten und sich eine eigene Karriere aufzubauen. Am Set trifft sie ausgerechnet auf Garrett. Ein Blick in seine blauen Augen, auf die Narbe an seinem Kinn und die bittersüßen Erinnerungen sind zurück. Wie auch diese unbeschreiblichen tiefen Gefühle. Wenn Aphrodite ihnen nachgibt, könnte sie endgültig zerstören. Er könnte es sie. Machen wir weiter mit Band 2. Die ganze Welt hat Hadrian in der TV-Show Catching Up with the Carters aufwachsen sehen. Um die Einschaltquoten in die Höhe zu treiben, tut seine Mutter alles. Was sie nun von ihm verlangt, ist aber zu viel. Hadrian droht daran zu zerbrechen.
Er will ein selbstbestimmtes Leben führen, der einzige Ausweg für ihn, untertauchen. Doch die Journalistin Alice heftet sich an seine Fersen. Als Hadrian ihr Textnachrichten schreibt, verändert sich das Katz-und-Maus-Spiel. Mit jedem Wort, jedem Gedanken, den Hadrian mit ihr teilt, spürt er immer mehr ein besonderes Band zwischen ihnen und lässt sie tief in seine Seele schauen. Bei ihr fühlt er sich frei. Kann er Alice vertrauen oder wird sie seine Gefühle für eine Story verkaufen? Das hat mich auch total an Catch Me If You Can erinnert, weil sie ihn einfach wirklich durchs ganze Land jagt. Und dann kommen wir jetzt zu Band 3. Athena führt das Leben, von dem viele träumen, Glitzer und Luxus pur. Zusammen mit ihrer Familie dreht sie die angesagte Reality-Show Catching Up with the Carters. Doch der glamouröse Schein trügt. Hinter den Kulissen gibt es heftige Spannungen und ihre Mutter lenkt den Carter-Clan mit eiserner Hand. Athena weiß, dass sie etwas unternehmen und die Show verändern muss, denn sonst wird der Ruhm der Untergang ihrer Familie sein. Der neue Produktionsassistent Sam steht ihrem Vorhaben allerdings im Weg und scheint eigene Interessen zu verfolgen. Athena ist entschlossen, sich nicht aufhalten zu lassen, egal wie sehr Sam ihre Gefühle durcheinander wirbelt und sie sich wünscht, in seinen starken Armen zu verlieren. Machen wir weiter mit einem Buch aus dem Hardcraft Verlag, Kissing Strangers von Bella Page. Ich durfte damals im Blogger-Team sein, vermutlich, und das bricht mir auch das Herz, hätte ich das Buch ansonsten gar nicht kennengelernt, weil ich es tatsächlich außer in unserer Runde nirgendwo bisher groß auf Bookstagram gesehen habe. Und das ist einfach so, so schade, weil es einfach ein wundervolles Buch war. Also es hat zu wirklich 100% meinen Geschmack getroffen, meinen Humor getroffen, meine Emotionen getroffen. Es ist halt, wie man unschwer erkennen kann, ein New Adult Liebesroman. Und die Pfirsiche und diese Früchte, Himbeeren, Schlüssel, das sieht alles sehr, sehr niedlich und romantisch aus, aber eigentlich ist es super witzig. Ich habe mich wirklich gefühlt von der ersten bis zur letzten Seite köstlich amüsiert. Ich habe zwischendurch hier gesessen, ich habe laut aufgelacht, weil die Protagonistin einfach so witzig ist. Sie hat so einen trockenen Humor und manchmal haut die Dinge raus, wo ich mir denke, ja, das hättest auch du sein können, weil ich halt auch so jemand bin, der sehr, sehr oft schneller spricht, als er denkt. Und ja, da tritt man auch das ein oder andere Mal in Fettnäpfchen, aber damit muss man leben. 10% Verluste gibt's immer. Ja, aber um was geht es in Kissing Strangers? Der Titel gibt da schon so eine leise Ahnung. Dein Partner hat dich hintergangen und du küsst aus Verzweiflung einfach einen völlig Fremden. Etwas, das Venise in ihrem Leben für absolut unmöglich hält. Aber als sie erfährt, dass ihr fester Freund sie betrügt und er ihr zum Überfluss auch noch die Schuld an seinem Vergehen gibt, folgt sie einem inneren Impuls und tut genau das, einen Fremden küssen, direkt vor den Augen ihres Ex. Als Venise daraufhin zu ihrer Cousine zieht, glaubt sie, ihren Ex-Freund endlich losgeworden zu sein. Doch dieser stellt ihr immer wieder nach. Und als wäre das nicht genug, stolpert sie in den ungünstigsten Situationen ständig dem hilfsbereiten und viel zu attraktiven Halen vor die Füße. Ich sag's euch gleich, ganz, ganz große Halen-Liebe, also ganz, ganz große Empfehlung für dieses Buch. Kommen wir von zwei New Adult und Love Stories zu ein bisschen Fantasy. Witches and Hunters, verbranntes Vertrauen, habe ich gerade ganz, ganz frisch gelesen. Wenn ihr meinem Kanal schon ein bisschen länger folgt, dann wisst ihr auch, dass ich mir dieses Buch von der Buchmesse in Frankfurt mitgebracht habe. Habe mir das natürlich auch unterzeichnen lassen, weil sie gerade bei einer Signierstunde dabei war, die ich sowieso besuchen wollte, nämlich von der Stefanie Hasse. Und ich hatte dann auch noch ein Plakat von Steffi, ich hatte ein Plakat von Janina und ich habe noch ein drittes Plakat mir unterschreiben lassen, weil ich irgendwann gedacht habe, kannst ja, wenn du irgendwann mal ein Buchzimmer hast, dann die Plakate signiert an die Wand hängen. Aber ja, noch habe ich das Buchzimmer nicht. Aber das Buch dafür. Und es gibt mittlerweile auch den zweiten Band, den werde ich mir jetzt auch noch bestellen. Ich habe tatsächlich auch viel zu wenig Bücher aus dem Drachenmond Verlag. Also wenn ich jetzt schon ein Underrated Books Video drehe, gibt es auch Underrated Verlage, von denen ich leider nicht so oft was sehe. Und das ist zum Beispiel der Drachenmond Verlag. Hin und wieder ploppt da mal was auf, aber die Präsenz
ist irgendwie bei mir, zumindest auf meinem Feed, nicht da. Und das finde ich sehr, sehr schade, weil die auch auf der Buchmesse einen richtig schönen Stand hatten und ich gar nicht wusste, welches Buch ich überhaupt kaufen möchte, bis dann meine Freundin Laura gesagt hat, das kaufen wir uns jetzt und dann lesen wir es zusammen. Spoiler-Alarm haben wir nicht, sie hat es irgendwann vor 2 Monaten oder so schon gelesen, aber das hat dann nicht in meinen Leseplan gepasst. Dementsprechend habe ich es jetzt gelesen und kann euch nur sagen, es hat mich absolut mitgerissen. Ich werde in den kommenden Tagen definitiv auch Band 2 bestellen, weil ich unbedingt wissen möchte, wie es weitergeht. Das zweite ist übrigens Giftgrün, finde ich richtig, richtig nice. Ja, aber um was geht es? Also erstmal auf dem Cover dachte ich zuerst auch, das sieht aus wie Clary von den Shadowhunters von hinten. Ist sie natürlich nicht. Aber Witches and Hunters ist doch auch sehr, sehr aufschlussreich und ich hatte auch so ein bisschen, ich sag mal, Supernatural Vibes zwischendurch beim Lesen. Aber hört jetzt einfach mal selbst, um was es geht. Wenn der Mensch, den du liebst, dir den Tod bringen kann. Ein neues Leben und eine neue Identität. Das ist es, was Katalea braucht, um ihre magischen Fähigkeiten zu verstecken, nachdem ihre Familie einem Verrat zum Opfer fiel. Was sie ganz und gar nicht gebrauchen kann, ist Alistair. Der junge Mann mit den einnehmenden Lächeln und den grellgrünen Augen, hinter denen sich ebenfalls ein dunkles Geheimnis verbirgt. Denn Alistair ist ein Hexenjäger, dazu geboren, um Wesen wie Katalea zu töten. Sie wäre die perfekte Beute, wenn dann nur nicht dieses verfluchte Gefühlschaos wäre. Keiner von ihnen ahnt jedoch, dass er nicht der einzige ist, der die junge Frau jagt. Jetzt hatten wir Liebe, jetzt hatten wir Humor. Jetzt hatten wir Fantasy und Hexen. Kommen wir doch zu einem Thema, das ich auch viel zu selten in die Kamera halte, weil ich es viel zu selten lese, aber eigentlich sehr, sehr liebe. Und zwar Dystopien. Ich habe das Buch damals vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen, weil ich den Klappentext unfassbar interessant fand. Und ja, bei Dystopien ist es ja wirklich so eine 50-50-Chance. Ist es so surreal, dass es schon wieder cool ist und dass es Spaß macht zu lesen, oder ist es doch so überzogen, dass du denkst, nee, also bei aller Liebe und Fiktion und allem, aber nee, das ist mir jetzt eine Spur drüber, aber das Buch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe mich auch länger mit Jana über das Buch unterhalten, weil es mich irgendwie nicht losgelassen hat, weil es mich total gepackt hat. Ich habe dann auch mit Jana geschrieben und sagte, oh bitte, bring ganz, ganz schnell Band 2 heraus. Und dann sagt sie auch zu mir, ja, geschrieben ist er, aber der Verlag hat ihn leider nicht aufgekauft, da sich anscheinend der erste Band nicht so gut verkauft hat. Was ich absolut nicht verstehen kann, weil ich dieses Buch einfach sehr, sehr geliebt habe. Es hat eine wunderbare Thematik, die ich so in dem Ausmaß nirgendwo anders gelesen habe bisher, und ich habe schon etliche Dystopien gelesen, aber irgendwann hat sie mir dann geschrieben, Monate später, wirklich Monate, und sagte mir, du, pass mal auf, Band 2 kommt, aber nur als E-Book. Ich meine, klar, wäre es wundervoll, die Bücher zusammen im Regal stehen zu haben, aber das Buch endet mit so einem Cliffhanger. Ich hätte alles dafür getan, die Geschichte weiterlesen zu können. Spoiler-Alarm, ich habe das E-Book immer noch auf meinem Kindle und habe es noch nicht gelesen. Aber ja, ich weiß es, ich kann mich nicht rausreden. Ich habe es einfach nicht auf dem Schirm, weil ich ja einfach ein Printleser bin oder weil ich dann meine E-Books zum Beispiel auch nicht in meiner Rido-App mit drin habe. Aber ich schreibe es mir auf die Fahne, ich werde es bald vom Sub befreien. Wobei es dann nicht mal auf meinem Sub gelandet ist, weil es ein E-Book ist. Ach, it's complicated. First World Problems eines Bücherwurms nennt man das, glaube ich. Jetzt erzähle ich euch aber, um was es im Buch geht. Was bist du bereit zu opfern für eine bessere Welt? Ima wusste schon immer, dass sie anders ist. Sie kann Mitleid empfinden und das ist hochgefährlich. Denn in Varwin überleben nur die Starken und Gesunden. Den Schwachen zu helfen ist unter Höchststrafe verboten. Ima muss ihre Emotionen sorgsam unter Kontrolle halten. Doch dann verschwindet ihre beste Freundin. Auf der Suche nach ihr begegnet Ima dem geheimnisvollen Len. Was er ihr zeigt, stellt Ima vor eine harte Entscheidung. Wer will sie sein? Wie will sie leben?
und was wird sie riskieren für eine gerechtere Welt. Richtig, richtig toll, dieses Buch. Kommen wir last but not least nochmal zu einer Reihe. Ich halte euch jetzt provisorisch den ersten Band in die Kamera, weil ich den zweiten Band ebenfalls einer Freundin ausgeliehen habe. Robin Neely, Sweet Like You. Das habe ich euch ja ganz, ganz oft in meinem What I Read Next Video vorgeschlagen. Irgendwann habt ihr es endlich dazu erwählt, dass ich es lese, und habe dann natürlich Band 1 und 2 direkt hintereinander weggesuchtet, weil die Reihe einfach wundervoll ist. Also ich sag mal so, wenn ihr ein Fan von Gilmore Girls seid, wenn ihr Luke und Lorelei liebt, dann müsst ihr dieses Buch lesen. Es ist halt auch so ein richtig schönes Kleinstadt-Feeling à la Stars Hollow. Jeder kennt jeden, jeder weiß über jeden Bescheid. Es gibt Klatsch und Tratsch, was mein Trash-Herz dann auch wieder höher schlagen lässt. Dann, ja, es gibt einfach so viel bunte Charaktere, die dieses Örtchen so besonders machen. Ich möchte gar nicht so viel darüber erzählen. Es dreht sich halt alles um Bienen und das ganze Örtchen ist irgendwie bienenverrückt. Die ganzen Leute sind einfach verrückt und es hat so Spaß gemacht, das zu lesen. Es ist jetzt kein literarisches Highlight, ne? Also nicht falsch verstehen, aber es macht einfach total Spaß. Man ist gut gelaunt, während man es liest. Man grinst vor sich hin und das lässt einen doch sehr gut vom Alltag entfliehen. Aber jetzt erzähle ich euch, um was es geht. Honey Springs ist eine kleine Stadt in Kalifornien, die für den dort hergestellten Honig bekannt ist. Für Cassie Wilkerson ist es der Ort, an dem sie sich das erste Mal verliebte. Doch das ist lange her. Inzwischen lebt sie in New York und kehrt nur für die Testamentseröffnung ihrer Tante zurück. Doch anstatt, wie erwartet, irgendeine Kleinigkeit zu erben, ist sie plötzlich Besitzerin einer Farm samt Inkerei und soll zudem noch für 3 Wochen das Amt ihrer verstorbenen Tante als Bürgermeisterin übernehmen. Bitte was? Cassie kann nicht bleiben. Sie hat einen Job in New York und sie hat Angst vor Bienen, verdammt nochmal. Aber um ihrer Tante willen lässt sie sich auf 3 Wochen ein. Schließlich hat sie Hilfe, zum Beispiel von Nick Porter, damals ihr erster Freund und heute der Chefimker ihrer Farm. Und Band 2 lese ich euch wieder von meinem Screenshot vor. Und da heißt es, in der kleinen kalifornischen Stadt Honey Springs dreht sich alles um Honig. Egal, ob es der Buchladen, das kleine Café an der Ecke oder die Baseballmannschaft der Schule ist. Alle sind stolz auf ihre Stadt und zeigen das auch. Nur einer nicht, Patrick Manning, der Besitzer des Coffeeshops, weigert sich beharrlich, seinen Laden einem honiginspirierten Namen zu geben. Und das ärgert Madison Porter, die Assistentin der Bürgermeisterin, jeden Tag aufs Neue. Der Kerl ist einfach unausstehlich. Daran ändert auch nicht, dass ihr Herz jedes Mal einen kleinen Hüpfer macht, wenn sie sich streiten. Ja, das waren die Bücher, die ich euch heute gerne vorstellen wollte. Wie immer packe ich sie euch unten in die Infobox. Das sind die Affiliate-Links zu Amazon und Thalia. Wenn euch eins der Bücher interessiert und ihr sie über diesen Link kauft, dann kriege ich da eine kleine Provision dafür und ihr wisst, dass ich davon mein Schreiben finanziere. Ja, ich erzähle es euch immer wieder, es tut mir leid, aber manchmal schalten sich ja auch neue Gesichter auf den Kanal und die möchte ich genauso informieren. Das war's jetzt von mir. Ich wünsche euch jetzt noch einen wundervollen Tag. Hoffe, bei euch ist das Wetter ein bisschen besser. Hier ist richtiges Aprilwetter. Das, obwohl wir schon Mai haben. Ich werde mich jetzt noch ein bisschen zu Lana auf die Couch kuscheln. Die liegt nämlich die ganze Zeit da hinten. Und dann hoffe ich, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!